Unser Asienüberblick, den gibt es heute Morgen von Andreas Lipko von Klegel und Hafner. Guten Morgen nach Berlin, Herr Lipko. Starker Nickel zum Wochenstart. Die G20-Finanzminister haben grünes Licht für Japans lockere Geldpolitik gegeben. Hätte das die Aktienrallye am Laufen? Ja, guten Morgen, Herr Groß. Genau, die G20-Mitglieder haben sozusagen jetzt den japanischen Börsenbullen freien Lauf gegeben und sie von alleine gelassen. Das hat man heute gesehen, der Nikkei heute wieder mit 1,7% im Plus. Es war sicherlich so ein bisschen den Hemmschuh, wenn man hier erstmal abwarten wollte, was eben die anderen Minister dazu sagen, wie sich eben da Stellung genommen wird zu dem Thema Notenbankpolitik von der Bank of Japan, weil ja doch hier sehr, sehr viele Wechselbeziehungen zu anderen Währungspaaren eben beobachtet worden sind. Aber wie gesagt, hier wurden halt keine größeren Einwände gegenüber getätigt. Von daher dann heute der japanische Markt im Plus und hier natürlich vor allem die Exportwerte, die von dem schwächeren Yen zum US-Dollar und zum Euro dann profitiert haben. Sehr schweres Erdbeben in China am Wochenende, auch heute noch mit vielen Nachbeben, die die Bergungsarbeiten sehr erschweren. Wie groß sind die Auswirkungen auf den Börsenhandel? Ja, das Beben in Sichuan hat insgesamt für den Börsenhandel eher eine geringere Auswirkung gehabt. Hongkong hat mir bisher mit minus 0,2% doch eher verhalten. Shanghai, Shenzhen jeweils mit minus 0,4% ebenfalls verhalten. Hier muss man halt ganz stark in die Branchen hineinschauen. Und da sind es eben dann die Versicherer, die doch hier stärker getroffen worden sind, ob es eben eine Ping An ist mit minus 1,7% oder eine Property and Casualty mit minus 3,2% bzw. eine China Life mit minus 2%. Also hier sieht man doch schon ganz stark, dass eben die Schäden für den Aktienmarkt zumindest doch eher sektorbezogen sind. Wir hatten gerade die Meldung aus Shanghai mit der Automesse. Die deutschen Autohersteller erfreuen sich starker Nachfrage. Ja, so stark, dass man die gar nicht richtig befriedigen kann. Steht in Asien der Autosektor im Mittelpunkt heute? Ja, das kann man sagen. Also zumindest ist das Thema gewesen. Durch die gestrige Eröffnung sind da doch hier einige Statements über die Ticker gelaufen. Und demzufolge hat das dann eben auch dafür gesagt, dass bei vielen chinesischen Automobilwerten ein bisschen eben Euphorie und Hossestimmung aufgetreten ist. Wir haben den Great Wall Motor mit plus 15%. Wir haben Dongfeng Group mit 4,8% im Plus. Auch die japanischen Automobilwerte konnten davon profitieren. Hier haben wir dann eben eine Toyota Motor mit plus 2% gesehen. Nissan immer noch mit 3,8% im Plus. Also man merkt schon, dass eben die Statements doch hier positiv aufgenommen worden sind und dass das sicherlich auch auf die deutschen Automobilwerte überstrahlen wird. Was erwarten Sie für eine Woche für den asiatischen Handel? Ich denke, dass wir tendenziell natürlich die beiden Grundthemen hier, eben die Shanghai Motor Show und eben das Beben in China weiterhin beobachten werden. Japan wird sich sicherlich etwas beruhigen. Hier wird man jetzt sehen, nachdem eben hier so ein bisschen die Messen gesungen sind und man dann eben weiß, wie der Takt in den nächsten Wochen dann verlaufen wird, wird man hier sicherlich dann eher weiterhin darauf den Fokus haben, wie eben die Berichtszahlen aus den USA, die Unternehmenszahlen, hier auf die Märkte kommen und da versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Sie haben es ja bereits schon in dem Vorbericht gesagt, dass eben Apple und andere größere US-Unternehmen in der Woche ihre Zahlen vorlegen werden. Und darauf kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wie es eben mit der Konjunktur in den USA bestellt ist und was das wiederum für Auswirkungen auf den asiatischen Markt bzw. die asiatischen Märkte haben wird. Andreas Lipko von Klegel und Hafner live aus Berlin. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag.